Der Jahreswechsel war für die Rettungskräfte im Landkreis Esslingen sehr einsatzreich. Die Feuerwehren wurden in der Nacht vom 31.12.2017 zum 01.01.2018 zu insgesamt 24 Einsätzen gerufen. Die Feuerwehr Kirchheim musste kurz nach 1 Uhr in die obere Steinstraße ausrücken. Eine Silvesterrakete löste einen Schmorbrand an einem Gebäude aus. Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. Also ein Großteil der Feuerwehrleute in Deutschland sind ja freiwillige Kräfte. Und es gehört für uns eigentlich zum Alltag am 1. Januar in der Silvesternacht dazu, dass man einfach damit rechnet, dass was passieren kann. Dementsprechend das Ehrenamt ist hier natürlich in der Nacht vom 1. Januar immer sehr stark gefordert. Aber die Kameradinnen und Kameraden hier auch aus Kirchheim oder aus Weilheim, die Drehleiter, sind einfach Profi genug im Ehrenamt, um auch hier ihren Mann und ihre Frau zu stehen. Und den Kameraden zollt da wirklich jeder Respekt, dass sie auch morgens um 6.10 Uhr natürlich wie an jedem anderen Tag auch dem Bürger zu Hilfe eilen. Um 6.12 Uhr wurde die Feuerwehr Kirchheim dann zu einem Wohnungsvollbrand alarmiert. An einem Reihenendhaus stand ein Holzverschlag in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade des Wohnhauses übergegriffen. Umgehend wurde die Brandbekämpfung über mehrere Rohre im Außenangriff vorgenommen und eine zweite Drehleiter aus Weilheim alarmiert. Der Rettungsdienst hat primär die Personen betreut, die im Gebäude waren. Die wurden ärztlich untersucht und sind jetzt hier bei uns weiterhin in der Betreuung, sind unverletzt und werden betreut, solange sie wieder in ihr Gebäude zurück können. Der Rettungsdienst war mit insgesamt 19 Einsatzkräften vor Ort, darunter 2 Notärzte. Mit Hilfe der Drehleitern wurde im weiteren Verlauf die Fassade abgetragen und einzelne Glutnester abgelöscht. Um kurz vor 8 Uhr wurde Feuer ausgemeldet. Lediglich kleinere Nachlöscharbeiten waren noch zu erledigen. Es gab keine verletzten Anwohner, glücklicherweise. Ein Feuerwehrmann hat sich im Einsatzverlauf leicht am Knie verletzt. Beziehungsweise am Knie verletzt und ist jetzt schon auch unterwegs ins Krankenhaus. Er konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen. Die Feuerwehr Kirchheim war mit 2 Abteilungen, Kirchheim Stadtmitte und Abteilung Jesingen hier vor Ort, waren insgesamt 10 Fahrzeuge, 49 Mann. In der Januarnacht wünscht man sich natürlich wie an jedem anderen Tag auch keine Einsätze, die da stattfinden. Der Überblick hier gibt aber für mich, dass die Kräfte wirklich ausreichend und dementsprechend auch in absolut Top-Kondition am Einsatzort zur Verfügung stehen.